Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein, 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 nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! So, und das sind wir jetzt. Und ja, wir haben schon wieder einen Totem gefunden. Wir nehmen es. Wir schauen es an. Ein Glückstotem. Wir schauen uns das mal an. Schreckliches Ding. Und mein Großvater konnte ihn nicht... Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie und wurden wahnsinnig. Mörder. Bis zu dieser Nacht. Da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber wir waren nicht alleine in den Wäldern. Ich konnte die Mädchen nicht. Wir werden das also da war noch nicht sehen. Chris hat gesagt, Ashley war dankbar und Chris fühlte sich verpflichtet. Josh fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris. Chris schlug Josh. Ashley hat die Schere genommen, Ashley hat aus dem Psycho angeschossen. Verpasste Ashley ein Pfeilchen. Chris hat Josh geschlagen. Gut. Wieder zurück hier in der Mine, also mit Emily. Ja. Also bis jetzt haben wir anscheinend alle, bis auf Jess. What the fuck? Was war das? Okay, okay, hier muss es lang gehen. Was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh shit. Ah!
Ich weiß zumindest, was das Typ ist, jagt. Zum Fahrwerfer. Oh, es kommt schon. Okay, jetzt hast du immer das Monster. Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist und was. Marsch, ganz ruhig. Es war Josh, das war alles. Nein, hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Genau, wo ist Matt? Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Ich verliere kein Wort über das fiese Scheiß-Arschloch. Wow. Der Feigling, er hat mich einfach im Stich gelassen und... Ich hing an diesem verdammten Turm, so gut wie tot. Welcher Turm? Und ich stürzte in diesen gruseligen, schrecklichen Minenschacht und er war weg. Wow. Welcher Minenschacht? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da! Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Das weiß der nicht. Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Mach die Tür auf. Bereit? Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit
ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh, ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Was fasselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Durch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich lass nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie noch was? Was meinst du? Chris, nicht. Ich wollte... Wir dachten, er hätte Jess getötet und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt, er geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen. Ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch. Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ja, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir. Und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey, komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Gut, dann sind wir wieder zurück. Also, es sind Wendigos. Kannibalen. Ich muss mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist. Ja, da könntest du echt lange schießen. Ja, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich mag kein Feuer. Sie fürchten es. Und es kann sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... so wie ein harter Panzer. Es sei denn, man brennt sie zuerst weg. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Mensch. Oh! Was zum Henker? Gibt es Profi-Wendigo-Tipps?
Wenn ich mich mit Knoblauch einreibe, können Sie mich nicht riechen oder sowas? Sie riecht dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du... Das stimmt. Wir können nur, wenn sie in ihrem Sicht... Feld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann... dann bin ich unsichtbar. Ja. Okay. Ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Es sei denn, du hast keine andere Wahl. Würde ich auch nicht probieren. Aber gut. Holen wir Josh. Also, wir wissen, Beth wurde in den Tod getrieben und dieser Typ wollte sie eigentlich retten. Sollte man sie dann töten? Vielleicht kann man sie heilen, oder? Sie verlieren ihre Menschenrechte, sobald sie einen anderen fressen. Keine Heilung, keine Absolution. Ich meine, wenn es noch Menschen sind, darf man sie dann verletzen? Wenn du einem gegenüberstehst, heißt es du oder er. Spiel ruhig den Moralapostel. Das machst du bestimmt nicht lang. Ich werde jetzt nicht mehr da, natürlich. Josh, wir müssen ihn suchen. Also, der Wendigo macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen Bissen nach dem anderen. Zur Lodge, gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Na gut, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.